Wo kann Emil nur sein? Es wird schon bald dunkel. Vielleicht hat ihn ja jemand gefunden und weiß jetzt nicht, wo er hingehört. Hoppla, junge Dame. Keine Hektik. Leid, ich war wohl gerade in Gedanken. Ach, nichts passiert, Eva. Haben Sie keine Lust, mit mir ein bisschen spazieren zu gehen? Ich wollte eigentlich dringend ein paar Telefonate erledigen. Ich wollte Sie nur was fragen. Sie wissen ja bereits, dass ich Ihren Bruder recht gerne mag. Das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Kann das sein, dass er vielleicht ein wenig Liebeskummer hat? Ein wenig ist gut. Wer ist die Dame? Ich denke, ich habe sie heute früh gesehen. So eine hübsche Blonde? Rosalie Engel, Geschäftsführerin vom Fürstenhof. Aber sprechen Sie ihn bitte nicht drauf an, er leidet immer noch sehr darunter. Keine Sorge. Ich habe mich nur gefragt, warum Jakob manchmal so traurig wirkt. Es tut mir leid, ich muss dringend telefonieren. Mein Esel ist nämlich weggelaufen und ich kann ihn nirgends finden. Versuchen Sie es doch mal bei den Bauern in der Umgebung. Vielleicht steht er da schon längst in einem Stall. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist eine gute Idee. Danke. Alfons, was machst du denn hier draußen? Oh, Charlotte, ich brauch bloß ein bisschen frische Luft. Glaubst, manchmal kann einen die Hildegard zur Weißglut treiben. Geht es um deine Schwägerin? Ja. Sie legt's drauf an, einen... Die Hildegard hat sich bei dir beschwert? Nein, das würde sie nicht tun. Ich habe euren Disput vorhin mitbekommen. Ach so. Sie hat's darauf angelegt, einen Keil zwischen uns zu treiben. Ich schwör's dir. Und die Hildegard nimmt sie in Schutz, egal was sie tut. Sie ist ihre Schwester. Ja, aber deswegen muss ich sie doch nicht mögen. Sie mag mich ja auch nicht. Es war eine Schnapsidee, dass sie hierher kommt. Hatte sie nicht gerade eine Lungenentzündung? Ja, aber inzwischen ist sie wieder komplett gesund. Vielleicht möchte deine Schwägerin nicht alleine sein und deine Frau hat es gespürt. Bitte. Keine psychischen Probleme. Wenn jemand keins hat, dann die Käthe. Oft haben gerade die Menschen eins, von denen man es am wenigsten erwartet. In der Not muss man sich helfen, Alfons. Vor allem innerhalb der Familie. Ach, dass mir das gerade du sagst, Charlotte. Wie ist es denn bei euch mit André Konopka? Da ist es doch ähnlich, oder? Du willst doch auch nichts mit ihm zu tun haben und er ist dein Schwager. So gesehen hast du recht. Ja, und warum muss es dann bei mir anders sein? Weil die Hildegard ihre Schwester liebt. Und mit allem, was du gegen deine Schwägerin sagst, tust du deiner Frau weh. Ja. Aber danke. Wofür? Für deine offenen Worte bezüglich André.
Hildegard, die Creme kann nichts dafür. Ah, Hildegard, das ist Salz. Und das ist eine Süßspeise. Was ist denn los? Dieser Dickkopf. Der kriegt's doch glatt noch fertig, einen Keil zwischen meine Schwester und mich zu treiben. Ich weiß selber, dass die Käthe nicht einfach ist. Aber sie hat ein gutes Herz. Und es ist bestimmt nicht einfach, allein zu leben. Und dafür müsste man Verständnis haben. Aber Mitgefühl ist ja wohl ein Fremdwort für euch Männer. Was grinsen Sie denn so? Machen Sie sich lustig über mich? Nee, Gott bewahre, ich bin ja froh, dass wir das Kriegsbeil begraben haben. Sie wollten nie wieder ein Wort mit mir sprechen. Ja, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Sonst macht man sich das Leben ja nur selber schwer. Das macht wohl jetzt Ihr Mann, hm? Ach, der kann nicht zur Weißglut brennen. Ja, der will halt mit seiner Traumfrau lieber allein sein. Das würde mir mit Ihnen genauso gehen, Hildegard. Na, jetzt hören Sie doch mal auf zu schleimen. Aber wenn ich einer schönen Frau nicht mal mehr Komplimente machen darf, dann wäre doch die Welt um einiges ärmer, Hildegard. Sie sind und bleiben ein Schlitzohr. Gekommen ist. Das beweist dir vielleicht endlich, dass du mir mehr bedeutest, als du denkst. Ich habe versucht, das Auto möglichst nah ranzufahren, aber ein Stückchen wirst du laufen müssen. Komm. Party? Können Sie mir bitte mit zwei Zitronen aushelfen? Danke. Es tut mir übrigens leid. Was? Dass mein Ex-Mann Sie gestern so angegangen ist. In der Sache mag das richtig gewesen sein, aber in der Form. In welcher Sache denn? Ihre Frau ist eine Mörderin, Herr Zastrow. Und Sie wissen das. Und Sie werden auch ahnen, dass sie es nur auf ihr Geld abgesehen hat, ob Sie sich das eingestehen oder nicht. Dann habe ich jetzt frohe Kunde für Sie. Das Ehepaar von Heidenberg Zastrow hat sich getrennt. Ja, das überrascht Sie jetzt doch nicht, wa? Zumindest, dass es so schnell ging, finde ich erstaunlich. Soviel ich weiß, erwartet sie ein Kind und sie wollten eine Familie gründen. Ihr scheinheiliges Mitgefühl können Sie sich sparen. Sie wollten Barbara doch schon immer loswerden. Ich gratuliere. Sie haben es geschafft. Ich? Also wirklich, das geht jetzt wirklich ein bisschen zu weit. Und mich? Mich wollten Sie auch loswerden. Ja, raus mit den Zastrows vom Fürstenhof, damit alles wieder den Saalfels gehört. Das ist doch genau das, worauf Sie hinarbeiten. Geben Sie es zu. Ich kann nichts dafür, dass Ihre Frau Sie verlassen hat. Also. Lassen Sie Ihre schlechte Laune nicht an mir aus. Heiße Zitrone. Martin. Doppelten. Ich habe die Stallburschen instruiert. Die suchen ihn, bis es dunkel wird. Die Polizei weiß auch von nichts. Du hast die Polizei angerufen? Ja. Und sämtliche Bauern in der Umgebung, aber... Ja, so weit wird er nicht gekommen sein. Was ist, wenn er vor ein Auto rennt? Mittlerweile hat er bestimmt riesigen Hunger. Hey, dem kleinen Kerl passiert schon nichts. Und wenn er den Berg hochläuft, da oben geht der Stall herab, da sieht er doch nicht im Dunkeln. Dein Emil hat vielleicht Angst vor dicken Spritzen, aber in der Natur, da kennt er sich aus. Tiere riechen die Gefahr, noch bevor sie sie sehen. Glaubst du? Ja, ganz sicher. Sie haben für sowas einen Instinkt. Ich habe riesige Angst um ihn.
so verdammt hinterhältig von Ihnen. Moment mal, sind Moment, Sie bei ja? Michael eingezogen, ja oder nein? Aus einer Notlage. Obwohl Sie ganz genau wissen, wie sehr ich ihn liebe. Aber das hat ja mit Ihnen nichts zu tun. Ich kann mir nur auf die Dauer kein Hotelzimmer leisten. Und ist es ein Grund, mir in den Rücken zu fallen? Ich habe Ihnen vertraut, ich habe Sie für loyal gehalten. Entschuldigung, ich verstehe Ihren Vorwurf nicht. Ich brauchte eine Bleibe, der Doktor brauchte Hilfe. Außerdem verstehen wir uns gut. Und ich bin jetzt völlig außen vor. Aber das hängt doch vom Doktor, aber nicht von mir. Verstehen Sie das nicht? Mit Ihrem Einzug schaffen Sie Fakten, gegen die ich nicht ankomme. Bei allem Verständnis. Und ich Michael fühle, braucht mich jetzt nicht mehr, hat er jetzt. Hier erzählen Sie mir nichts. Die Frage ist doch nicht, ob er Sie braucht. Die Frage ist, ob er mit Ihnen zusammen sein will. Und das scheint mir im Moment, mit Verlaub gesagt, nicht der Fall. Jakob hier. Rosalie, ich weiß, es ist aus zwischen uns. Ich habe keine Chance mehr bei dir, aber so wie du mich behandelst, das ist das Allerletzte. Du kannst mich wenigstens grüßen, ja? Doch, liebes Kummer. Sie schon wieder. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich mag sie. Wenn ich irgendwie helfen könnte. Danke. Ich komme schon alleine klar. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich war auch jung. Den einen oder anderen Rat könnte ich sicherlich geben. Sie nicht, meine Schwester nicht und meine verstorbene Oma auch nicht, klar? Glasklar. Und ich will auch nie wieder darauf angesprochen werden. Versprochen. Und jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Und nichts für ungut. Rosalie, ich weiß, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, aber so kannst du nicht mit mir umgehen. Ich weiß, ich habe Michael sehr verletzt mit dieser unsäglichen Affäre. Und ich bereue das, Gott weiß, wie sehr ich das bereue. Würden Sie ihm das bitte sagen? Vielleicht glaubt er ja Ihnen, bitte helfen Sie mir. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Versuchen Sie es doch wenigstens. Ich fürchte, Sie machen sich da falsche Hoffnungen. Ach so, ich verstehe. Sie wollen keinen Ärger und Ihren neuen Unterschlupf nicht aufs Spiel setzen. Darum geht's doch nicht. Sondern... Mag sein, dass der Doktor Sie noch liebt, aber der verbietet sich das. Und da soll ich nicht um ihn kämpfen? Denken Sie mal darüber nach, ob Sie das aus wahrer Liebe tun oder nur aus einem schlechten Gewissen. Danke, Sie können gehen, Herr Konopka. Der Doktor braucht doch keine Krankenschwester. Was der braucht, ist das, was Sie für den Grendlinger empfunden haben. Leidenschaft. Jetzt reicht's. Sie sollten mal drüber nachdenken.